Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von der Gamescom 2023. Wir haben uns hier im Rahmen der Veranstaltung das LS-Lenkrad angeschaut, das neue, so heißt es wortwörtlich, Farming Vehicle Control System von Hori, was jetzt vor wenigen Tagen angekündigt wurde. Und hier haben wir so ein 30-Sekunden-Video aufgenommen, wo ich gerne ein bisschen drauf eingehen würde. Unser Ersteindruck, das ist wichtig, ein Ersteindruck, denn für, ich sag mal, eine letztliche Kaufempfehlung müsste man sich erst objektive Eindrücke von anderen, ich sag mal, YouTubern oder anderen Gästen von der Gamescom anschauen oder Besuchern. Und natürlich müsste man es länger testen, denn dieses lange Testen hat man jetzt nicht gemacht. Das war leider nur zum Zeitpunkt, wo ich jetzt da war, in der Entertainment Area ausgestellt. Und da hat man einfach keine Ruhe, es auch länger zu testen. Also wie gesagt, ein Ersteindruck hinsichtlich Qualität, Material etc. pp., Belegknöpfe, Unterschied zum Logitech-Lenkrad. Ja, und da ist als erstes natürlich darauf einzugehen, dass das ganze Lenkrad grundsätzlich aus Plastik ist. Ausgenommen ist jetzt quasi der Knauf, ja, damit kann man auch lenken, der ist aus Plastik, aber das rumherum, das Lenkrad an sich, ist aus Gummi, und das fühlt sich schon ein wenig hochwertiger an gegenüber dem Logitech-Lenkrad, wo man auch nochmal sagen muss, grundsätzlich war das jetzt nicht grottenschlecht oder so, die Seitenkonsole war super, nur es hat halt auch teilweise in der Langlebigkeit gefehlt. Ich selber hab's gar nicht verwendet, deswegen schwierig das jetzt auch zu beurteilen, aber das, was man so sieht, was man so hört, es gab wohl Qualitätsanpassungen damals, aber natürlich nicht optimal, aber ich würde jetzt auch nicht grundsätzlich schlecht reden, sonst hätte man es schon wieder vom Markt genommen. So, dann geht's weiter, und zwar sei noch gesagt, vielleicht zum Winkel, da haben wir einen 40 Grad Winkel, das ist eigentlich okay, wir haben ein 900 Grad Lenkrad, das ist jetzt kein Unterschied zum Logitech Lenkrad, also hier relativ identisch, das ist vom Durchmesser ein wenig größer, würde ich sagen, so habe ich auch nochmal die Maße ein wenig verglichen, aber grundsätzlich fühlt sich das gut an, stabil an, wenn man es loslässt, alles schick, alles schön. Links an der Seite haben wir einen Blinkerhebel, da habe ich auch mal so ein bisschen geschaut, natürlich auch ausprobiert. Jetzt in dem Video sieht man es, was man so bewegen kann. Auch das okay. Natürlich, da merkt man natürlich, wo Plastik Grenzen hat, so ein einfacher Hebel, aber es ist okay. Also man muss natürlich mit Bedacht dran ziehen oder so, aber es ist grundsätzlich okay. Ich finde es cool, dass es halt so viele Funktionalitäten gibt. Auch so unterschiedliche, teilweise natürlich mehr als es logisch ist, muss man auch sagen. Wir haben ja auch, wenn wir uns jetzt der Seitenkonsole rechts widmen, so sage ich jetzt mal, einen Gashebel, was wir zum Beispiel nicht hatten jetzt bei der Seitenkonsole von Logitech. Aber auch diese Seitenkonsole ist grundsätzlich okay, die ist aufgeräumter, sie ist kleiner, sie ist näher quasi auch am Schreibtisch dran, und das könnte für mich ein Negativpunkt sein, weil man muss halt so höher greifen quasi. Man kann sich nicht so bequem hinsetzen, sondern man muss näher ranrücken. Natürlich könnte man jetzt vom Tisch noch ein bisschen das entfernen, diese Seitenkonsole, aber grundsätzlich ist man schon näher dran, man muss höher greifen. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, die Knöpfe kommen nahe dem Logitech-Lenkrad. Dieses Bewegelement quasi, um Kräne zu steuern, Bagger zu steuern etc., müsste man auch natürlich länger testen, inwieweit das stabil ist, aber Ersteindruck ist erstmal okay, Stabilität, ja, Ersteindruck, super. Dann sei noch gesagt, und das ist glaube ich auch nochmal ein großer Unterschied zu dem LS-Lenkrad, also Logitech-Lenkrad, so, oder Seitec, der eine oder andere hat ja noch Seitec draufstehen, dass wir bei den Pedalen natürlich eins quasi mehr haben. Bei Logitech haben wir nur zwei. Hier haben wir in dem Fall auch, kann man sagen, ja, Bremse, einmal Gas geben und einmal Kupplung. Das ist auch ein Unterschied, das heißt ein bisschen größer. Stabilität okay, auf jeden Fall. Hier habe ich so ein bisschen Widerstand gespürt, fand ich ganz gut. Also es ging nicht so hart zurück, sondern ein bisschen smoother, so würde ich es mal ausdrücken. Es ist immer schwierig, sowas dann wörtlich zu beschreiben. Ich habe natürlich sehr, sehr viele Tasten, 76 Stück insgesamt hier drüber gesehen.
Und ich habe, was auch cool ist, eine App. Diese App konnte man jetzt noch nicht testen oder was auch immer, aber grundsätzlich ist das damit ausgelobt. Und diese Langlebigkeit und damit auch diese 400 €, das natürlich nicht wenig ist, das muss man auch so sagen, wird halt durch diese Hall-Effekt-Sensoren wieder gespiegelt. So schreiben es die Entwickler. Und da gab es schon erste Kommentare von Hori-Nutzern, die gesagt haben: Yo, Hori kann ich empfehlen, aufgrund, weil sie auf dieses Hall-Effekt- oder Hall-Effekt-Sensoren setzen, was für wortwörtlich Haltbarkeit und Genauigkeit steht. Müssen wir uns anschauen. Genau, das Ganze ist erstmal für Windows 11 und 10. Wie gesagt, das ist für den deutschen Markt derzeit ausverkauft. Nächste Woche soll noch ein Blog von Giant Software folgen. Wir haben ein paar Fragen noch an Hori zwecks Qualität gestellt. Wir werden diese nachreichen. Wir werden euch mit weiteren Bildern versorgen. Auch hier nochmal einblenden. Aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, es ist okay. Es muss natürlich auch qualitativ hochwertiger sein als das, was schon auf dem Markt ist. Ich sag mal, sonst hätte Giant Software auch nicht mit denen zusammengearbeitet, würde nicht. Das wäre natürlich nicht clever. Genau, ob es diese 400 € wert ist, lass uns auf weitere Tests warten. Wir werden es auch nochmal testen, wenn wir es dann in der Hand haben. Das muss man sagen. Und dann auch zu Hause testen können. Da hoffen wir euch, dass wir da ein bisschen mehr Rückmeldung geben können. Und natürlich sind wir gespannt, was der eine oder andere Besucher von der Gamescom sagen wird. Und natürlich wird es weitere Videos geben von anderen Influencern oder anderen YouTubern. Da sind wir auch gespannt, denn eine Meinung ist das jetzt, ne? Und diese Meinung ist noch nicht mal, man muss auch sagen, keine Meinung, sondern einfach objektiv einfach beschrieben, was fällt uns auf. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.